Es geht wieder los. Hallo, willkommen zurück hier bei Rust. Wo auch sonst. Ich bin ein Leuchtturm und ihr seht es vielleicht unten rechts. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe ganz viel Hunger. Ja, und natürlich ein neuer Server. Warum neuer Server? Hatte ich schon letztes Mal erst, ne? Beim letzten Mal. Warum neuer Server? Ach so, das war das, wo der Admin da irgendwie den Server einfach gewiped hat, ohne jeglichen Grund. War schon ein bisschen her, ne? Egal. Warum jetzt hier ein neuer Server? In der letzten Folge habt ihr ja gesehen. Ich bin ja gestorben. Ich wurde ja geradet. Nee, ich wurde nicht geradet. Ich habe geradet. Hab ordentlich Loot abgesahnt. Und dann wurde ich erschossen. Mit einer AK. Ihr habt es vielleicht gesehen. Wer es nicht gesehen hat, schaut das letzte Video an. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant. Für euch, für mich auch. Ein bisschen ärgerlich natürlich, weil ich gestorben bin. Ja, und dann ging es halt was weiter. Ich war ja tot, bin neu aufgestanden, habe neu gefarmt. Ja, aber innerhalb von 2, 3 Tagen war auf dem Server nichts mehr los. Ich wollte noch weitermachen, raiden gehen, aber was soll ich auf dem Server raiden oder weiter raiden, wenn da nichts mehr los ist? Da waren nur noch die Leute da, beziehungsweise die Gruppe von dem einen, der mich auch getötet hatte. Und ja, hat keinen Sinn mehr gemacht. Und jetzt hier frisch Fleisch, neuer Server. Richtig viele Leute drauf. Heißt richtig viele. 50, 60 plus aufwärts. Ich bin erstmal Richtung Leuchtturm geschwommen. Ich habe auch schon eine kleine Butze. Zwar nur noch mit Schlüssel. Ich muss sehen, dass ich hier ja an Zeug rankomme. Aber ich brauche Essen. Ich stehe hier rum und sabbel und sabbel. Erzähl so viel. Und bin am Verhungern. Bin so gut wie tot. Der Leuchtturm, den haben sie auch umgeändert. Ne? Ich war schon lange nicht mehr beim Leuchtturm hier, dass überall die Bäume oder hier so rauswachsen. Das sieht doch alles ganz, ganz anders aus. Komme ich denn hier nicht hoch? Fängt ja schon gut an. Muss ich da echt die Treppe nutzen, um hochzukommen? So, ich hoffe, ich bekomme hier ein bisschen Loot und wenn ich gleich wieder sterben. Schön sieht das aus. Essen brauche ich. Ich brauche Essen. Das bringt mir der Loot ja überhaupt nichts. Ich mache mal noch ein paar Verbände hier. Ich brauche echt Essen. Sonst bin ich bald hinüber. Da ist Essen, ne? Ich muss da nochmal hin. Sorry. Ich glaube, da ist eine Kiste mit Essen da drüben. Essen ist wichtig, sonst bringt mir der Loot ja nichts, wenn ich da großen Loot raushol, wenn ich denn tot bin. So, schöne Schokolade. Besser als nichts. Ein bisschen trinken auch. Obwohl trinken nicht so wichtig ist. So, trinken ist natürlich schon wichtig, aber gerade in meiner Situation war das nicht so wichtig. Da war eher das Essen wichtiger. Bin schon wieder am Spatteln. Ich komme auch nicht zum Looten, ne? Bin mal gespannt, ob sie das mittlerweile geändert haben, weil ich war ziemlich oft schon mal, weil ziemlich oft, immer wo ich da oben war, an der Spitze von Leuchtturm, da war nie eine Kiste ganz oben. Nie war da eine Kiste ganz oben. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt so ist. Ist noch zu, war noch keiner da. Tür zu machen, höre ich vielleicht, dass wenn einer kommen sollte. Da mal rein. Wie heißt der? Die Killer-Kuh? Lol. Ja, ich bin auf dem deutschen Server. Ihr könnt ja ein bisschen beobachten. Vielleicht kommt auch mal eine Server-Einblendung, wo ich drauf bin. Oder vielleicht reicht ja auch schon der ein oder andere Name für euch, um herauszufinden, auf welchem Server ich spiele. So.
geht dann erstmal hoch, ne? Was? Sollte sich in Stück keiner Admin melden, kommt bitte in unser TS. Ah, okay. Da habt ihr schon die Server-Einblendung. Wo ich gerade unterwegs bin und mein Unwesen treibe. Oh, da hinten ist die Kuppel. Da hinten ist die ganze hinten ist die Kuppel. So. Schredder. Muss ich was schreddern? Ich glaube nicht. Oh, das ist schon mal nice Loot. Das ist schon mal nice. C4, ich sag nur C4. Die Raster-Profis unter euch, die wissen, was ich meine. Wegen der Kamera. Sehr nice. Hier muss ich, glaube ich, gleich raus. Jo, ist genau. Kein Loot. Meistens ist hier an der Ecke auch eine Kiste. Bin mal gespannt, ob ganz oben jetzt Kisten sind. Oder eine Kiste jedenfalls. Oder wieder gar nichts. Hier schon mal nix. Oh, hier ist Loot. Metall. Egal. Damit kann ich die Rüstung machen, aber oder das Metall schreddern. Mache ich gleich. Schöne Aussicht hier oben, auf jeden Fall. Ich hatte auch schon eine Basis entdeckt. Die ist, glaube ich, die Richtung da. Ist so weit weg, müsste ich näher ran. Dann wird sie natürlich aufploppen. Werde ich vielleicht sehen, wenn ich zurückschwimme. Da hinten ist auf jeden Fall die Kuppel. Und meine Butze, wo ist die überhaupt? Oh Gott, oh Gott. War das da hinten oder war das da? Ich glaube da. Da ganz hinten beim Berg. Links vom Berg unten, da ist mein kleines Häuschen. So. Ja. Hops, nicht da runterspringen. Breche ich mir bloß wieder die Füße. Oder die Beine. Oder ich breche mir alles. Was haben die denn? Der eine ist eben gestorben vom Wolf, jetzt derjenige stirbt vom Bären. Aber nicht vom dicken Bären. Kann man hier eigentlich... Ne. Kann man nicht. Scheibe kaputt machen. Hätte ja sein können. Man muss da alles mal ausprobieren. Ach so, ich muss da hier durch. Vielleicht mal die Tür wieder zumachen, dass keiner weiß, dass ich da war. Gleich mal schreddern. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist ja schon ein Code. Also ein Zahlenschloss. Zweimal Schrott. Boah. Brauche ich noch einmal Schrottteile? Hier, also Elektroschrott einmal, weil man braucht. 3 für C4. Wenn sie das nicht geändert haben. Ich guck mal eben. C4. Oh, nee, immer noch so dreimal Elektroschrott. So, war hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Waren bloß meine Schritte, ich dachte schon. So, eigentlich da. Mal raus. Ich habe auch noch keinen Bogen bei, gar nichts. Ich werde da hinten noch ein bisschen Stein mitnehmen, glaube ich, bevor ich wieder zurückschwimme. Hätten scheint mir, dass wir da Höhlen haben. Ich sehe da nämlich ein paar Fässer.
Also jetzt gerade rüber, so einige Fässer da, so in so ein Höhlensystem. Jo, das heißt es wieder am Anfang, ihr kennt das ja. Farm, Farm, Farm. Ich bin mal gespannt, wie lange ich überleben werde auf diesem Server. Momentan noch alleine. Gucken, ob der dicke Bär auch mal wieder mitmacht. Ich werde mal fragen, ob er wieder Bock und launig ist. Bock und launig. Ob er Laune hat. Auch wieder ein paar Ründchen hier mitzumachen. Ja, das, was ihr jetzt seht, das muss ich einige Stunden wieder machen. Die meiste Zeit geht echt immer fürs Farmen drauf, was schon ein bisschen nervt. Die meiste Zeit bei Rust ist Farmen, 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 Farmen. Farmen, bis der Arzt kommt. Holz brauche ich eigentlich nicht, da habe ich schon so ungefähr 5.000, 6.000 zu Hause. Noch ein paar Steine sind, bevor ich zurückspaddel. Das sind die ersten Beleidigungen im Chat. Meistens habe ich den Chat ja auch aus. Es gibt dann natürlich immer kleine Kinder, die sich über aufregen, wenn sie gestorben sind. Ich rege mich natürlich auch auf, aber ich sage jetzt nicht so böse Wörter. Ich sage höchstens immer höchstens Noob. Noob. Das war's aber auch schon. Das sind keine Steine, oder? Habe ich wichtigen Loot dabei? Ja. Ah, ich wollte euch auch noch meine Putze zeigen. Farm, das muss ich unbedingt nicht aufnehmen jetzt. Ich werde jetzt mal zurückschwimmen. Das dauert ungefähr, bis ich da drüben ankomme. Boah, lass mich lügen. 5 Minuten. Deswegen werde ich das gleich schneiden. Ich muss nämlich da hinten rüber. Ich hätte mir natürlich auch hier hinbauen können, einen Leuchtturm. Genau hier. Wäre ja auch eine Maßnahme, ne? Jo. Oh, da oben ist noch ein Stein. Hätte ich auch machen können. Einfach hier hinbauen. Soll ich das machen? Soll ich umziehen? Braucht man nicht immer so weit laufen zum... Ich glaube, wir ziehen um. Aber hier wird es tiefer, ne? Ja. Da wird es tiefer, hier kann ich breit bauen. Sieht es denn da hinten aus? Wollen wir uns echt mal einen Leuchtturm hinbauen? Haben wir ja eigentlich einigermaßen Schutz. Was meint ihr? Hierhin bauen wäre nicht schlecht, ne? Jetzt habe ich keinen Hammer bei. Braucht man nicht so weit laufen zum Leuchtturm. Kriegt man jedenfalls mal ein bisschen Loot. Höhlen haben wir auch in der Nähe. Hier können wir ein bisschen drumherum bauen. Das fällt so doll ab da hinten, ne?
Eins, zwei, da hätten wir jetzt tiefer. Ich glaube, ich mache hier vorne. Dann kommt das wieder weg hier. Aber wenn wir natürlich einen zweiten und dritten Kern machen, dann reicht das irgendwann nicht mehr aus. Mit der Mauer wird es vielleicht knapp werden. Das ist die Frage. Ja, ich werde erstmal zurückgehen. Ich mache hier erstmal einen Cut. Ich muss aber überlegen, was ich mache. Seid gespannt, wie es weitergeht. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Da hinten seht ihr schon meine Butze. Mein kleines 1x1 sozusagen Häuschen. Hier ist natürlich ein bisschen mehr schön grün und so, aber wir wollen ja zum Leuchtturm da hinten. Also, Abmarsch. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich habe einiges an Loot dabei, was ich bis jetzt in meinem Häuschen hatte. Ihr seht es ja auch unten links, die haben so eine Einblendung auf dem Server. Wer wen tötet, das wird dann angezeigt. Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Wenn einer kommt, bin ich am Arsch. Ich hab Angst. Der Spawn ist auch in die Richtung. Gleich muss ich schwimmen. Schwimmen. Das werde ich dann, denke ich mal, nochmal schneiden. So, in die Richtung da hinten ist eine Basis. Weiß nicht, ups, ob man die sieht. Das ist schon wieder leicht neblig, ne? Kann das sein? Der neue Nebel da, der ist auch ein bisschen nervig, wenn er immer erscheint, auftretet. So, da hinten links geradeaus. Links seht ihr das vielleicht, da ist eine Basis. Hinten da, weiter oben. Man sieht da so schlecht. Naja, so. Ich werde mal rüberschwimmen. Das wird ein bisschen dauern. Ich mache nochmal einen Cut hier. Oder wollt ihr das sehen, wenn ich hier schwimme? Aber weiß ich nicht. Wenn der weiße Hai kommt, das wäre es ja, ne? Wenn sie nochmal mal Hai oder sowas einfügen würden hier. Oder Boote, dass man hier mit dem Boot schwimmen kann. Wäre auf jeden Fall mal interessanter. Und würde auch noch mehr Gefahren und Action bieten hier in Rust. Ja, schön mit dem Boot oder Floß hier so rüber spaddeln. Ach ja, im Chat geht's wieder ab. Ihr könnt es ja miterleben da. Einige regen sich wieder auf. Ist nun mal super Rust. Meistens wird in der ersten Nacht schon geraidet. Am zweiten Tag. Meistens ist am dritten Tag. Ja. Am dritten Tag ist meistens schon wieder alles vorbei. Die Leute können froh sein, wenn so ein Server mal 2 Wochen hält oder so, bevor der nächste Vibe kommt, weil wie gesagt, meistens nach 2-3 Tagen ist schon alles wieder vorbei. Erst recht, wenn du da größere Gruppen hast. Die ziehen dann nach 3 Tagen schon los, 4, 5 Mann und die raiden dann so gut wie alles. Das habe ich natürlich auch schon selber erlebt. So, und das Geflame, da muss ich jetzt nicht mit aufnehmen. Ich werde hier mal einen Cut machen. Obwohl, ich bin gleich da, ne? Komm, so lange dauert das nicht. Nebenbei können wir ein bisschen mitlesen da, falls wir noch was schreiben. Ist ja auch interessant.
Also, liebe Leute, schreibt noch ein bisschen viel. Ihr seid im Fernsehen, ne? Haut mal raus hier. Aber man merkt schon, ne? Da sind so einige schon wieder, die sich zusammengetan haben und andere raiden. Zum Glück habe ich hier noch meine Ruhe. Noch. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste doch schneiden, wie ihr gemerkt habt. Leider, leider wurde das doch zu brutal im Chat. Und ich musste den Chat jetzt auch mal ausstellen. Ja. Ist natürlich ein bisschen schade, aber ich muss ja auf der einen Seite auch die Leute da schützen, die da sich gegenseitig beleidigen. Und die wissen ja nicht, dass ich hier aufnehme, ne? Also, ja, war nicht schön und deswegen musste ich das doch rausschneiden. Aber ich habe nicht viel verpasst. Ich bin einfach nur rüber geschwommen. Da haben wir den Leuchtturm. Da hinten, von da kam ich ja, bin ich geschwommen. Jetzt wird's leider dunkel. Aber ich nehme es trotzdem ein bisschen noch auf. Ein paar Minütchen hier. Bis es ganz duster ist. Ich habe da oben Kisten, wo mein ganzer Loot drin ist. Aber Kisten, ich muss... Steine muss ich holen. Und wo ist mein Hammer? Muss ich mal gerade den Hammer holen. Bevor es ganz dunkel wird. Ja, nur mal wegen den Leuten da. Das ist echt schade, ne? Aber man kann es auch verstehen. Der eine hat alleine gespielt und ich glaube, 3, 4 Leute haben ihn geradet. Ist natürlich nicht so schön. Aber so ist halt Rust, ne? Der hat dann halt, ja, Pech gehabt. Dicke Bär und ich haben das ja auch schon erlebt. Dass da so eine Sechsergruppe sozusagen kommt und uns beide geradet hat. So, das kommt, glaube ich, weg. Ich glaube, ich muss hier anfangen, ne? Ja. Kann ich das abreißen? No. Muss ich das so machen? Habe ich denn jetzt hier keinen Bauplan? Da liegt noch da oben, ne? Natürlich jetzt sehr riskant. Wenn jetzt einer kommt, ist vorbei. Natürlich ist das auch schade, dass es ein bisschen dunkel wird. Für euch jedenfalls. Naja, für mich natürlich auch. Muss ja nicht bauen. So, da ist der Bauplan. Die Kiste ist da. Bauschrank. Brauche ich auch noch einen neuen. Was hatte ich hier noch drin? Ach so. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Jetzt wird's gleich richtig dunkel. So, da eine Wand. Da eine Wand, da eine Wand. Schon mal ein Lagerfeuer. Der Bauschrank ist auch gleich fertig. Ich hätte mal die Tür von drüben mitnehmen sollen. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Oh, die Tür ist da oben. Ich muss noch die... Nicht die Tür, den Codeschloss nochmal holen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Egal, ich meine Fackel an. Jetzt Risiko. Wo sind die Kisten? Hier, ne? So, das andere lasse ich erstmal noch hier drin. Ist ja ein bisschen versteckt. Falls doch einer kommt und mich umbringt. Natürlich riskant hier mit der Fackel rumzulaufen, wenn denn von da jetzt einer kommen sollte. Hm.
So, das haben wir auch. Lagerfeuer ist da. Das packe ich jetzt erstmal hinter der Tür, wenn ich das so ein bisschen sehe. Muss ich sonst wieder abreißen? Gleich mal ein bisschen Licht. So, oh, wunderbar. Schön in die Ecke. Auch noch ein bisschen reingebackt. Und der Bauschrank kommt dann hier vorne gleich hin. Da in die Ecke am besten, ne? Na. So. Haben wir das auch? Jo. Die Kiste. Mach noch mal eine Kiste ein oder zwei. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich brauche Essen. Oh mein. Geht zu weit runter schon wieder. Sechs habe ich nur noch bei Essen. Sechs, das ist überhaupt nicht viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich mache die ersten beiden Kisten erstmal hier vorne hin. Oder eine, da kann ich schon mal Holz reinpacken. Was nicht so ganz so wichtig ist. So. Ja, ich werde das ein bisschen einrichten hier. Das muss ich ja jetzt nicht mit aufnehmen, wollte ich doch gar nicht sehen, ne? Und ich muss da. Habe ich da oben? Ach, das war aus Holz, ne? Alles klar, muss ich denn noch aufwerten auf Stein? Muss ich gleich farmen gehen? Ja, seid gespannt, wie es hier weitergeht. Ob ich das überleben werde, ob ich weiter ausbauen kann. Oder ich Besuch bekomme. Oder vielleicht schon irgendwie auch schnell, ja, geradet werde. Wer weiß, wenn hier so eine Gruppen unterwegs sind. Lasst euch überraschen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.